Hallihallo, da bin ich auch schon und wir angeln direkt weiter ins Stardew Valley. Das war sogar neue Fische, den ich da glaube ich. Da war doch was, oder? Habe ich nicht geschafft. Direkt einen neuen Fisch hier sogar gefangen. Habe ich in der letzten Folge gar nicht so hundertprozentig realisiert. Wir sind kurz vor dem Winter, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Da bin ich echt, ich bin ein bisschen panisch vor dem Winter, weil ich echt nicht weiß, wie wir da über die Hunden kommen sollen, ist glaube ich das richtige Wort, damit wir nächsten Jahr natürlich groß loslegen können, weil das ist ja meine große, große Sache, die ich machen möchte. Im neuen Jahr die Felder gigantisch ausbauen, auf die Tiere setzen und wirklich im nächsten Jahr so richtig durchzustarten sozusagen. Und da ist ein bisschen Panik vor, dass wir den Winter da nicht so gut für nutzen können, nochmal uns sozusagen zu steigern. Hoffe ich einfach das Beste. Angeln wird eine Möglichkeit sein, eine Mine arbeiten wird eine Möglichkeit sein. Jetzt haben wir das gesehen, es gibt Winterseeds, da war ich jetzt ein bisschen verwirrt, weil im Winter gibt es ja keine Felder, soweit ich weiß. Müssen wir mal schauen, ob wir da auch rausfinden, was es damit auf sich hat. Es gibt ja Winterpflanzen, das gibt's ja, ja, aber ohne Feld frage ich mich, wie man das machen soll. Aber das sehen wir dann, würde ich sagen. Das ist immer noch ein Nebensägeld. Was wir auch machen könnten, theoretisch im Winter anfangen, uns die Tiere zu holen, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht so clever. Zum einen, weil die ja auch nicht gerade wenig Geld kosten, der Bau dauert eine Weile. Wir könnten also nicht, okay, ohnehin direkt damit anfangen. Wir bräuchten erstmal den Bau, müssten die Tiere kaufen. Man müsste auch gucken mit dem Futtergut. Und Silo ist ja eigentlich voll. Insofern, wenn ich gleich 1 Million Tiere uns holen, sollte es nicht das Problem sein. Dennoch, das ist es, ich denke, nicht mal so eben mit den Tieren uns geholfen. Das machen wir, denke ich, dann wirklich im neuen Jahr, wie es eigentlich geplant ist. Also wird es Ermine angeln sein und mal schauen, ob wir nicht doch noch was anderes finden. Oh, komm, Schatz, Schatz, Schatz. Sehr schön. Jetzt nur noch den Fischchen. Komm schon. Im neuen Jahr wird dann alles besser, wie ich es immer sage. Mal schauen. So, was ist der Schatz? Lol. Okay, Köder sich ein Diamant. Wow, und Neptuns Clave, ein Schwert. Also eine Waffe. Lol. Ach ja, was wir auch noch machen wollten, die Herausforderung in der Abenteurergilde. Da war ja auch noch einiges, was wir machen mussten. Ein paar Monster töten. Und das würde ich dann gerne auch mal provozieren, so bei ein, zwei Monstern, wo wir nicht viel töten müssen. Und zu sehen, was es da für Belohnungen gibt. Haben wir auch noch nicht gemacht. Das wird dann wahrscheinlich auch im Winter gemacht. Da haben wir eher Zeit dafür. So, vielleicht gibt es ja auch, nein, Mensch, komm schon, Geld oder Dinge, mit denen wir uns Ingolis Nisi machen können. So. Letzte Folge haben wir auch die Krabbenpots mal umgelegt, weil ich echt nicht weiß, was ich da falsch mache. Vielleicht muss man die ins dunkelblaue Wasser setzen. Klappt nur, wenn man auf dem Steg ist. Ist mir dann aufgefallen. Ja. Deswegen ich sie hier machen, vielleicht müssen wir uns auch ins mittelblaue Wasser machen. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Leider gibt es im Spiel direkt keinen Hinweis darauf. Das ist ja so ein gut Glück-Ding jetzt. Aber ich hoffe mal, dass es mitprobieren sozusagen herausfinden soll. Ich guck mal kurz mich um. Gibt es irgendwo so Strudel, wo ich ein bisschen mehr machen kann? Nee, ne? Gut. Ne, hier ist das mittelblaue, da könnt ihr ja auch sehen. Das sind eigentlich Krebspots, Crabpots, ich weiß nicht, Krabbenpots kenne ich eigentlich doch in recht seichtem Wasser, nicht in tiefem Wasser. Wäre für mich das ganze oder mittelblaue eigentlich, aber das Spiel ist ja nicht immer so hundertprozentig, sozusagen, dem wahren Leben angelehnt. Nun, es gibt ja hier schon ein paar, Dinge, die nicht so wie im echten Leben sind. Von daher möchte ich auch nicht davon ausgehen, dass es da jetzt genauso sein wird.
man auch gar nicht erwarten. Das ist ein Spiel und nicht ein Simulator. Von daher finde ich das nicht schlimm. So, schön viel Fische hier. Ich habe ja Pilze, ganz viele verkauft sozusagen oder zum Verkauf rausgegeben. Wir könnten das eigentlich auch mal mit den Fischen machen, dass wir da mal sehen, was die uns bringen. Das müssten wir vielleicht auch testhalber mal machen. Und da fällt mir ein, stimmt, die Pilze haben wir auch noch. Zum Thema, was können wir im Winter verkaufen? Die dürften ja in der Höhle im Winter ja auch wachsen. Wäre mies, wenn die jetzt wirklich nur ja, im Herbst wachsen würden, die Pilze, weil die Fledermäuse, was ja die Alternative zu den Pilzen wäre, können ja das ganze Jahr wahrscheinlich. Wäre ein bisschen unfair, wenn das anders wäre. Upsa, geht schnell. Mit den Fledermäusen, den Pilzen, weil muss ja irgendwo schon ausgewogen sein, egal wie man sich stellt, man muss ja da irgendwo Vor- oder Nachteil haben. Ich fange hier gerade aber auch echt hintereinander weg. Ich hoffe echt, wir machen das fünfte Level jetzt hier mal eben fertig. Freuen würde es mich, weil ich bin auch gespannt, was für Fähigkeiten wir uns dann aussuchen dürfen. Ups, das war doll. Komm schon. Ich denke mal, vielleicht einfacher fangen oder Fisch ist mehr wert oder so. Ich habe so ganz simple Sachen, was beim anderen ja auch. Also von daher, irgendwann würde jetzt nichts sonderlich Spektakuläres kommen. Morgen, also hier in diesem Spiel morgen, ist ja auch das Festival zum Abschluss des Jahres. Ich werde schauen, dass ich es in dieser Folge noch mit reinmache. Könnte deswegen sein, dass die Folge ein bisschen länger wird. Sorry schon mal dafür, aber ich denke, da möchte ich jetzt nicht unbedingt eine extra Folge machen, weil ich weiß nicht, wie lange das dauert. Andere Sachen gingen ja mal sehr kurz im Festival, außer das andere hier im Herbst, das ging ja, hätten wir ja endlos lange machen können, aber wirklich endlos lange. Hoppala. Da wir da endlos lange die Spiele hätte spielen können. Ich meine, diese Seegurken hier, für eine Gier habe ich 304. Nicht gerade wenig. So, jetzt dauert es auch mal ein bisschen hier. Nee, also mit Winter, wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen ängstlich. Aber naja, nichts, was wir nicht packen könnten, würde ich sagen, an der Stelle. Was ich mich auch frage, wir haben ja diesen einen Blitzerblätter gebaut. Der steht auch freudig auf unserer Farm rum, aber da hat sich noch nichts getan. Man den vielleicht auch anders positionieren müsste. Müssten wir, wenn wir gegen mal testen, genauso wie diese Pots, die wir hier haben. Die haben wir jetzt woanders immer hingemacht. In der Hoffnung, dass das da mehr bringt. Weil bis jetzt haben die nie was gebracht. Finde ich dann doch ein bisschen sonderbar. Na, Fischi, entscheide ich mal. Gut. Gut entschieden. Oh, was fände ich alles am Fische zu haben? So. Liegt auch noch was ein bisschen zum Einsammeln rum. Nehmen wir natürlich gerne mit. Ich glaube, so einen Schmied könnten wir dann auch noch mal. Der müsste ja auch noch eine Sache von uns haben zum Verbessern. Vielleicht ist er inzwischen ja fertig. Hallo Willi. Nee, ich hatte einen Würmer. Die übersehe ich zu gerne. Habe auch erst sehr spät herausgefunden, dass es die gibt und was die bringen. Ich dachte immer so, oh, achso. Oh, wir sind zu spät. Naja. Nicht schlimm, brauchen das Ding jetzt nicht. Weil ich mich überlege. Ich überlege mich. Was hat er nochmal hingegeben? Was fehlt denn? Axt? Hau? Gießkanne? Spitzhacke? Das sind nur die vier. Habe ich vergessen, was denn zu geben? Oh, das kann sein. Dass ich gar nichts hingegeben habe. Jetzt bin ich ein bisschen skeptisch. Wir gehen einfach mal davon aus, ich habe nichts hingegeben, weil es ist ja alles da, ne? Nun gut. Ah nein, da ist doch was. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ein Batteriepack. Bitteschön. Nice. Ja, das Ding müssen wir mal verkaufen. So. Ach du meine Güte. Voll.
machen wir es wie bei den anderen. Schlechte Qualitäten werden verkauft. So. Du kannst weg, dafür kannst du hin. Du kannst weg, dafür kannst du hin. Du kommst sowieso hin. Zack. Du bist doch sowieso... Nein, nicht da. Da, genau. Du kannst sowieso dahin. Alles klar. So, die Dinger brauchen wahrscheinlich noch eine Weile. Die Felder sowieso... sonst haben wir hier ja nichts. Wo fliegt denn hin? ja, ich guck mal, was wir am Fisch noch loswerden können. Die Dinger. Da war auch jede Menge von. Ja. Mal ein bisschen Fische jetzt verkaufen. Brauchen das Geld. So, ich hatte, glaube ich, auch einen neuen Fisch. Hier mal. Sogar zwei neue, ne? Den Red Snapper und noch was. Den Albacore. Und dann gucken wir mal, ob wir den nicht zufällig fürs Community Center brauchen. Red Snapper und Albacore. Nö. Nö. Sowieso nö. 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 Red Snapper, da ist er doch. Den Red Snapper brauchen wir einmal. Ah, da. Gott, den müssen wir echt mal langsam auch wegbringen, hä? So, machen wir aber im Winter, denke ich mal, wenn wir da noch ein bisschen was drin haben. So, ansonsten ist ja hier nichts groß los. Ich würde sagen, wir beenden den Tag, damit wir das Festival noch dieser Vogel gut unterkriegen. Und damit gute Nacht. Farming sogar verbessert. Keck, Ullmaker. Ullmaker, das interessiert mich. Keck ist wahrscheinlich Honigzeug. Na gut. Angeln hat sich nicht verbessert. Schade. Warte mal, wieso habe ich hier so viel Geld? Was hat hier... Achso, wo wir die ganzen... die Dinger dazu gehören. Jetzt dachte ich, ey, was ist hier los? Purple Mushroom 52. Hammer. Morelle und Chantelle. Chanterelle. Okay. Was habe ich hier bitte alles verkauft? Ah, Eggplant, okay. Fisch. Gucken wir auch mal rein. Okay. Ja, okay. Ganz nett. Ganz nett. 27. Tag des Herbstes im Jahr 1. Jetzt vermisse ich so ein bisschen das Harvest Moon sein, dass man nicht 28 Tage hat, sondern mehr. Ich wünsche mir jetzt schon ein, zwei Tage mehr immer im Monat. Jahreszeit. Oh, da haben wir auch noch ein paar Kürbisse. Sehr schön. Mais haben wir auch. Brauchen wir auch einmal für dich. Der restliche Kürbis. Ah, komm, hier haben wir auf. Zack. Ja, ab 10 Uhr beginnt das Festival. Das weiß ich auch noch. Oh Mann, ich hoffe, ich kriege hier noch ein paar Pflanzen raus, dass die da noch ein paar fertig werden. Meine Bäume wollen nicht so wirklich wachsen, habe ich das Gefühl. Das Ding müssen wir auch immer mal knacken hier. Okay. Wait, warte mal. Ah ne, wir lassen die Pilze noch drin. Wir lassen die Pilze mal noch. Ich müsste sowas wie ein Pilzragout-Rezept lernen, das wäre ganz praktisch. So, dann gießen wir mal alles. Und dann dürfte es auch schon spät genug sein für das Festival. Ich hoffe echt, dass morgen noch ein bisschen was hier fertig ist. Es war wenigstens ein bisschen noch was mitnehmen können. Damit wir jetzt hier auch nicht so ganz umsonst wässern. So, eine Frage hatte ich mir auch noch gestellt. Ich habe zwar schon anders angefangen, aber ich habe mich gefragt, was ist, wenn wir die Felder hier nicht so getrennt machen, dass hier zwischen immer so ein Ding frei ist zum Langlaufen, weil brauchen wir nicht. Ist nicht wie in anderen Spielen, wo das dann
nicht möglich ist, durch die Pflanzen zu laufen. Habe ich mir überlegt, ob wir nicht durchgehend machen, die Sprinkler halt dementsprechend halt nebeneinander packen. Das heißt, der wäre nicht hier, sondern eins weiter vorne und dann würde es ja auch funktionieren. Jetzt wird das vielleicht ein bisschen kompakter hinbekommen. Ja. War ich so ein bisschen am Überlegen. So ganz einig bin ich mir da aber auch noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir schauen, der Mann fragt mich auch nach. Okay. Warte mal, sortieren hier. Wo ist die Eisen da? Okay, haben wir ein bisschen noch. Müssen ja noch ein paar Sachen upgraden. Und zwar die Spitzhacke und. Nee, es war ja schon nur die Spitzhacke. Nee, die Gießkanne, stimmt. Warte. Nein. Da. Ein Stein. Ich habe einen Stein gefunden. Juhu, ein Stein. So, 10 Uhr beginnt das Festival, das heißt, es beginnt gleich. Bin ich schon mal gespannt, was davon zukommt. Okay. Man kann doch nicht hingehen. Da gibt es ja mal, wenn man außen rumläuft, das doch immer so ein bisschen umgehen können. Muss jetzt nicht sein. Wir wollen eh zum Festival. Müssen wir nichts da jetzt umgehen, tricksen oder weiß ich was. Du krass, du kommst mir eigentlich schon ein bisschen nah. Meine Farm. Ich brauche endlich mehr Hardwood, um endlich mehr Zäune bauen zu können. Ah, wir können hier nämlich ein neues craften. Stimmt. Das hier nehme ich. Place fruit or vegetables in me. Ach, das ist gar nicht Biene. Das ist Wein. So gern. Gern geht das. Cool. Trüffelöl. Make me. Okay, auch was ganz anderes, als ich dachte. Oh, okay. Das würde ich gern bauen. So können wir Alkohol herstellen. Alkohol. Okay. Slime Egg ist auch Frage, was ein Slime Egg ist. Theoretisch könnten wir das jetzt bauen. Wir haben das Batteriepack. Aber da ich nicht weiß, was genau das ist, lassen wir es, glaube ich, erstmal. Ja, sonst war, glaube ich, jetzt nichts neu. Ja, die Zäune. Hardwood 1. Eisenpaar 1, ja, Stein 2, Holz 2. Ja, es wird schwer. Hardwood, müssen wir schauen. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir wirklich immer einfach herstellen können, Hardwood. Und dann soll es ja kein Problem mehr sein. So. Jetzt aber zum Festival mal, Leute. Was? Immer nicht. Soll das hier nur anfangen oder nicht? Hä? Es ist vielleicht 10 Uhr abends, habe ich mich da verlesen. Oh, das wäre natürlich jetzt, ach Mensch, das wäre jetzt natürlich ganz cool. Ja, ja. Gut, dann stürze ich mich nochmal da in die Busche nie bei uns. Oh. In der Hoffnung, ein bisschen Hardwood sammeln zu können, denn darum ging es ja eben auch. Zack, da haben wir da 8 Stück, cool. Und hier haben wir noch ein bisschen was. Nummer 2. Hm. Ah, da unten sehe ich noch jede Menge, sehr schön. Wo sind die alle jetzt hergekommen? Waren die schon ganz Zeit da? Ich lasse mal übersehen. Die müssen anscheinend doch irgendwie immer wieder neu entstehen, aber wie? Vielleicht durch die Blitze. Das Unwetter. Oh, das wäre aber ganz doof für unsere Baumfarm. Wir machen das mit unserer Baumfarm dann. Die ist ja da auch ständig kaputt gehen. Weil es ja wenig sind. Hm. Da muss ich mir wirklich länger was überlegen, glaube ich. Vielleicht der Blitzableiter. Vielleicht leitet er wirklich die Blitze komplett weg. Ich überlege gerade, wenn das Festival erst am Abend ist. Wird dann nicht eine kurze Folge hier draus machen, weil so kurz ist jetzt nicht, aber ich eine kurze Folge draus machen, das Festival wirklich in der nächsten Folge erst. Ich glaube, es macht mehr Sinn, oder Leute? Ich glaube, so machen wir das. Das heißt, in der Folge werdet ihr wahrscheinlich das Festival noch nicht sehen, sondern erst in der auffolgenden. Aber das wird euch wahrscheinlich den Titel dann auch ein bisschen verraten. So. Hier scheint dann so gesehen nichts mehr zu sein. Okay.
Schau mal auf die andere Seite, ob da noch was Neues ist. Scheint mehr so den Stein so Vorherrschaft zu haben. Alles war in Ordnung, bis die Steinherrschaft kam. Nee, es war eigentlich die Feuernation, ne? Ah ja. Stein, Feuer, das ist sehr naheliegend. Weil mit Feuersteinen. Ja. Ich weiß, der war schlecht. So. Jetzt haben wir natürlich fast 100 Hardwood. Das ist natürlich so ein Argument zu sagen. Tu es. Just do it. Okay. Ich möchte gerne so einen Keck haben. Ganz ehrlich. Was war das andere? Oilmaker. Das interessiert mich auch. Slime Gold. Okay, eine Goldbar. Komm. Ich crafte jetzt mal was. Hier, ich crafte mal was. Hardwood. Und, Slime. Ich crafte mal jetzt was. Hier ist ein Oilmaker, weißt du? Da, zeigen Oilmaker. Und dann möchte ich gerne noch craften Keck. Das heißt, ich mache mal alles hier ein bisschen wieder zurück, wo es hingehört, was wir nicht brauchen. Und zwar dich. Und jetzt habe ich vergessen, was wir brauchen. Holz, Kupfer, Eisen, Oak. Haben wir das? Das ist das, was wir haben, ne? Ja. Und jetzt nochmal. Ah, falsche Kiste. Komm schon. Eisen, Kupfer. Craften. Da machen wir mal zwei von. Das ist Nummer 10 gleich. Ist es da auch gleich mehr? Frage bei Gate. Passt es auch zu Hardwood sich an? Das wäre natürlich jetzt auch noch interessant. Ah, sie macht schon loaded bait. Ah, okay. Ich glaube, ich versuche. Oh, verdammt. Jetzt weiß ich, was wir falsch machen. Da steht's doch. Wir müssen da Futter reintun. Bäh, Idiot. Also ich. Oh, Mann. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, Leute. Man kann es immer wieder sagen. So. Habe ich Feuerquarz? Ich glaube, ja. Ja. Eine Batterie, ja. Was fehlt jetzt noch? Kohle. Jede Menge Kohle. Oh, das ist wirklich viel Kohle. Oh. Nice Achievement. Did it yourself. Okay. Wir haben es uns selbst gemacht. Okay, der war schlecht. So. Ist natürlich die Frage, wo packen wir jetzt hier was hin? Ich finde, die Dinger würden sich vielleicht hier so neben der Farm. Ich baue eh später um. Dann machen wir erstmal hier hin. So. So. Und, euch finde ich. Oder dich. Ja, doch, dich auch. Finde ich, könnte man bei uns zu Hause unterbringen. Da einmal. Und hier so ein Alchemietisch. So, der braucht mal Slime. Da stand, glaube ich, nicht da, was wir brauchten, oder? Ich schau mal nach. Makes Gummitrüffelöl, wahrscheinlich Öl. Ja, also brauchen wir Slime und Öl. Da haben wir betet, irgendwo hier rumzuliegen. Wobei, wie viel? Ich glaube, brauchen wir 100 Slime. Ne? Jetzt weiß ich, wo wir Slime. Ja, genau. Was? Nein, nicht essen. Oh, ich dödel. Ja. Eigentlich da so. Drei, nee. Dann ist wohl ein anderes Öl gemeint. Deshalb ist in dem Sinne auch kein Öl, ich weiß aber. Ne? Vielleicht so ein Ding hier. Nee, oh nicht. Wie machen wir denn Öl? Das ist noch ein Mysterium. Aber gut, das kriegen wir auch hin. Was wir auch hinkriegen, ist das Zeug dann in unsere Käfige zu tun. Oh Mann, ich dödel. Ach ja, da könnte ich auch was reinmachen zum Wein herstellen. Stimmt? Ja. Wobei, ich habe ja doch hier was. Ich habe da doch mal was vorbereitet. Nee, habe ich nicht, aber es ist da. So. Haben wir das auch geschafft. Gewässert haben wir. Das haben wir. Pilze. Gucken wir mal uns die Pilze an. Nichts ist da los. Gut.
Nichts ist nicht viel, aber besser als was Schlechtes. So. So. Da habe ich etwas gehört. So, hier müssten wir theoretisch in die Ortschaft kommen. Und vielleicht sogar runter zum Strand dann. Dass wir da schon mal die Köder reinmachen können. Nein, da komme ich nicht lang. Ach, Menno. Ich hatte jetzt gehofft, dass ich da lang komme. Na gut. Kommen wir hier lang. Sieht aus wie ein Stein, aber ich glaube... Nee, den gehen wir nicht weg. Okay. Dann kommen wir aber doch nicht in die Ortschaft. So, mal eben rein. Schade. Das ist echt schade. Nun, dann ist es wahrscheinlich 10 Uhr abends. Weil jetzt haben wir es ja schon 17 Uhr. Ist doch nicht 10 Uhr morgens. Okay, hätte ich mich da irgendwie vertan. Nee, gut, passiert mal. Ich... Ist irgendein Geräusch. Wo kommt das her? Ist jedenfalls, als würde man Items einsammeln und irgendwas im Wasser sich tun. Schon wieder. Na gut, ich ignoriere die Geräusche mal. Ah, ich hoffe echt, wir können mal was ernten. So, aber an der Stelle beende ich die Folge, weil wir haben ja gesagt, in der nächsten Folge sozusagen gibt es das Festival. Die sind ja jetzt nah dran von der Uhrzeit her. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Tut mir leid, das Festival ist in der nächsten ist, aber warten soll sich angeblich lohnen. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen, einen netten Kommentar. Und falls ihr nichts verpassen wollt, natürlich einmal auf den Abo-Button gedrückt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.